In diesem Video erfährst du, wie du ein Impingement-Syndrom ursächlich behandeln kannst. Und wir hatten ja im Erklärvideo zu der wahren Ursache des Impingements, das kannst du im Zweifel, wenn du es noch nicht gesehen hast, bitte nochmal anschauen. Wir verlinken das in den Shownotes. Hatten wir erklärt, dass vor allen Dingen ein Muskel dafür verantwortlich ist, der obere Anteil vom Brustmuskel, der vom Schlüsselbein kommt und bis zum Oberarm zieht. Dementsprechend versuchen wir genau den zu behandeln. Und dafür kannst du dir einen Ball nehmen, einen Faszienball oder im Zweifel einen Tennisball. Und den versuchst du dann entsprechend in diesem Bereich anzulegen. In dem oberen Bereich. Ich zeige es auch hier nochmal am Skelett. Der Muskel hat hier seinen Ursprung am Schlüsselbein und zieht schräg rüber bis zum Oberarm. Und diesen Bereich versuchst du mit dem Ball abzurollen. Ich mache es jetzt bei mir einmal vor. Schlüsselbein, Oberarm, also wir nehmen uns den Bereich vor und bleiben, ihr könnt ja das Schlüsselbein gut spüren, unterhalb vom Schlüsselbein sucht ihr Regionen, Punkte, also vor allen Dingen Triggerpunkte, die sehr auffällig sind, die sehr unangenehm sind. Und da bleibt ihr dann drauf, ihr könnt auch mit der zweiten Hand unterstützen und wartet, bis die deutlich nachgeben. Alternativ könnt ihr auch kleine Wellenbewegungen reinbringen. Und auch das darf sich von Mal zu Mal, also ich empfehle es täglich, einmal täglich, so lange durchführen, bis ihr eine deutliche Schmerzlinderung spürt. Erstmal hier bei der Behandlung. Und alternativ, wenn hier zu wenig spürbar ist, weil einfach der Druck zu gering ist, den wir hier über die Hände ausführen können, dann geht das auch in Bauchlage. Jetzt zeige ich dir, wie du deinen Brustmuskel in der Bauchlage behandeln kannst. Und zwar gehen wir dann auch wieder hier unterhalb vom Schlüsselbein an den Brustmuskel. Ich zeige es jetzt für die linke Seite. Du legst dich auf den Bauch und legst den Ball unterhalb vom Schlüsselbein an. Kannst dann deinen entsprechenden Arm auf gleicher Seite ausstrecken. Und suchst dir dann unterhalb des Schlüsselbeins in der Muskulatur Punkte, die richtig unangenehm sind, also deutlich spürbar. Da bleibst du dann und wartest, bis sie deutlich nachgeben. In der Regel dauert das so 1 bis 1,5 Minuten. Du kannst auch entlang am Schlüsselbein seitlich rausfahren und schauen, ob es da vielleicht auch noch den ein oder anderen Punkt gibt, der schmerzhaft ist. Und auch da kannst du dann wieder verweilen, bis er deutlich nachgibt. Alternativ kannst du auch kleine Wellenbewegungen reingeben, von rechts nach links oder auch kreisförmig. Und das auch so circa 1,5 Minuten. Und dann kannst du langsam wieder raus. Und das ist die Methode, um, ich sage es immer so, den Knoten aus der Wäscheleine zu holen. Aber entscheidend ist, und das ist immer die Ursachenbehandlung, wenn wir die Knoten gelöst haben, dass wir die Wäscheleine dann auch wieder aufziehen, damit langfristig immer seltener und irgendwann gar keine Knoten mehr entstehen. So. Und da braucht man eine Dehnung, um den Muskel wieder zu verlängern, und zwar den oberen Teil vom Brustmuskel. Ihr könnt euch zu Hause entweder an einen Stuhl setzen oder aber ihr stellt euch an die Wand und ihr nehmt den betroffenen Arm, ich mache es jetzt für den rechten vor, nach hinten unten. Und zwar in einen minus 45 Grad Winkel. 0 Grad ist Schulterhöhe. Wir gehen 45 Grad nach unten und legen den Arm entsprechend so seitlich an.
an der Wand oder an einem Stuhl. Die Handinnenfläche hat Kontakt zur Wand oder zum Stuhl. Dann drehen wir in der Position den Rumpf, soweit es geht, nach links. Wichtig dabei ist, dass die Schulter unten bleibt. Also Schulter ist unten, der Arm ist, der Ellenbogen ist gestreckt, die Hand liegt an der Wand oder irgendwo am Stuhl oder Tisch an und du drehst dich so weit wie möglich nach links ein. Ich nehme jetzt gleich die 2 Minuten, du kannst gerne schon mitmachen. Und dann suchen wir wirklich die Region, die am deutlichsten spürbar ist, aber sie soll immer noch auszuhalten sein. Und den Arm solltest du so locker wie möglich lassen. Arbeiten tun wir vor allen Dingen über den Rumpf, über die Drehung nach links. Und versuch auch das Brustbein, so gut es geht, vorne rauszudrücken. Und wenn sich innerhalb der 2 Minuten was löst, dann kannst du wieder versuchen zu verstärken. Du kannst versuchen, gleichmäßig weiter zu atmen. Mit der Ausatmung können wir auch versuchen, immer noch mal nachzuziehen. Achte ruhig nochmal auf deine Aufrichtung, den gestreckten Ellenbogen und die Drehung nach links. Wenn es anfängt zu kribbeln, ist das auch okay, solange es erträglich ist. Ansonsten geh ruhig etwas raus, aber ich würde nie ganz rausgehen, einfach nur so weit zurück, wie es dann besser erträglich ist. Noch 5 Sekunden, bei Bedarf nochmal verstärken. Und dann kommen wir ganz, ganz langsam wieder raus. Schütteln den Arm aus. Und es soll sich im Anschluss nach einer guten Minute leichter, freier und besser anfühlen. Ist das nicht der Fall, kann es durchaus sein, dass die Intensität etwas zu hoch war. Dann empfehle ich dir, am nächsten Tag die Dosierung etwas zu reduzieren. Dann zeige ich dir noch eine 2. Übung. Und da wird es wichtig sein, die Muskeln, die durch unsere Einseitigkeit im Alltag sehr stark verkürzen, dazu zählt auch der untere Anteil des Brustmuskels und vor allen Dingen hier hinten der Latissimus, die halten uns in der Regel sehr weit unten in der Verkürzung. Und dann kann es schon schwer sein für den Supraspinatus, der den Arm abspreizen will, gegen diese Widerstände zu arbeiten. Um den Supraspinatus zu entlasten, ist es sinnvoll, den Brustmuskel, vor allem den unteren Anteil und hinten den Latissimus wieder zu verlängern. Und das könnt ihr aus Seitlage tun. Das heißt, ihr legt euch einmal so auf die Seite, dass ihr im Ellenbogen einen rechten Winkel habt. Und jetzt ist halt die Frage, wie groß eure Einschränkung ist. Ist die sehr stark, fangt ihr hier unten an. Wenn er etwas weiter kommt, schiebt er den Arm immer weiter von euch weg, bis ihr eine deutliche Dehnung spürt. Entweder im unteren Bereich der Achselhöhle oder hier oben auf der Kuppel. Wichtig ist, dass ihr da wieder auf euch achtet. Ihr geht an die Grenze, nur nicht drüber hinaus. Das heißt, es soll deutlich spürbar, aber auszuhalten sein. Mit der 2. Hand könnt ihr den Druck entsprechend gut dosieren. Das heißt, über den Handstütz könnt ihr genau einstellen, wie es für euch in der entsprechenden Position erträglich bleibt oder auch nicht.
Nun, dann gehen wir hier an unsere Grenze, lassen den rechten Arm, also der, der gerade gedehnt wird, so locker wie möglich, stützen uns mit der anderen Hand so gut wie möglich auf, um die Belastung entsprechend zu dosieren und nehmen uns dann die 2 Minuten vor und bleiben in der Position. Wenn was zu heftig ist, dann geht er ein bisschen raus. Wenn es freier und leichter wird, versucht er wieder ein Stück weiter zu kommen. Und das Ziel ist langfristig, die Achselfalte nach unten Richtung Boden zu bringen. Genau, gleichmäßig weiteratmen. Vielleicht könnt ihr bei der Ausatmung immer wieder etwas nachgeben. Versucht den zu dehnenden Arm so locker wie möglich zu halten. Die aufgestellte Hand stützt und dosiert. Und ihr sollt weder körperlich noch mental irgendwie gegenspannen. Nun, ihr könnt ja gerne mal überlegen, wie häufig ihr im Alltag in solchen Positionen seid und wann ihr überhaupt zuletzt in solchen Positionen wart. Das kann schon lange her sein. So, noch 20 Sekunden. Wenn sich was löst, geht er weiter rein. Ansonsten bleibt da bitte, wo ihr seid, für die letzten Sekunden. Dann gehen wir ganz langsam und sachte da wieder raus. Das kann erstmal etwas unangenehm sein, dann lockert so gut es geht die Schulter, aber testet ruhig auch im Anschluss mal nach, wie sich dann die Bewegung anfühlt. Es kann schon erstmal auch beschwerlich sein, aber bei dem einen oder anderen kann es sich auch schon deutlich leichter anfühlen. Wichtig ist, dass ihr diese Übung täglich macht, dass ihr auch bestenfalls merkt, dass ihr von Mal zu Mal ein Stück weiterkommt. Das ist schon die Zielvorgabe. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Unklarheiten, könnt ihr mir gerne schreiben, entweder eine E-Mail oder ihr nutzt die schmerzfreie Gruppe bei Facebook. Das findet ihr alles auf meiner Website. Ja, ansonsten danke fürs Zuschauen. Alles Gute, viel Erfolg. Leidest du unter Schmerzen, vielleicht schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten? Und du hast gefühlt schon alles ausprobiert? Und der Schmerz ist immer noch da oder er kommt immer wieder? Und kennst du die tatsächliche, die wahre Ursache deiner Beschwerden? Und wie hilflos fühlt es sich an, wenn du es nicht tust? Wenn du dich in diesem Gefühl wiederfindest, dann habe ich vielleicht die Lösung für dich. Und zwar den Schmerzfinder. Mit meiner 20-jährigen Berufserfahrung als Physiotherapeut habe ich ein System entwickelt, mit dem wir, du und ich gemeinsam zielgenau die Struktur ausfindig machen wollen, die für deinen Schmerz verantwortlich ist. Wenn du wissen willst, wie genau dieses System funktioniert und wie du es für dich nutzen kannst, dann klicke den Button oder schau nach der Beschreibung unterhalb dieses Videos. Ich würde mich freuen, dich in meinem Kurs begrüßen zu dürfen. Dein Dennis.